Kann er froh sein, das Spiel ist noch nicht abgestürzt. Hat er gesagt, und dann sieht er wieder einen Stern vor sich, ne? Ist es ein sofortiges Stern oder ist das ein Fahr-dahin-Stern? Hui, es ist ein Fahr-dahin-Stern. Der Fotograf, was will ich die ganze Nacht warten? Ja, ja, wo ist er denn? Hä? Ich würde sagen, es ist gerade um die Ecke. Warte, gehen wir mal um die Map. Ach nee, das ist oben auf dem Berg. Ah. La, 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 da soll ich ganz schön Weg wieder fahren. Ja, GPS, ich fahre ganz, ganz bestimmt jetzt nochmal zurück. Copyright Infringement. Auch lustig, ne? Ich spiele immer nur alte Spiele, keine neuen Spiele. Aber ich habe auch schon gesagt, das Problem ist bei neuen Spielen, ich muss sie zweimal spielen. Ich muss sie einmal spielen, um sie zu lernen, verstehen und damit ich mich nicht festhänge, festhake und beim zweiten Mal eben als Let's Play. Man sieht, Final Fantasy 15, habe ich es ja wirklich exakt so gemacht. Da habe ich es erst durchgespielt und dann habe ich es ja nochmal fürs Let's Play so gesagt. Also für den Kanal eben als Let's Play gemacht und dann eben durchgewascht, weil ich das Spiel ja zu dem Zeitpunkt dann auswendig kannte. Natürlich habe ich mir die Nebenquests gespart. Ich mir dachte so, nee, da tust du dir nicht nochmal an, um die ganzen Nebenquests zu machen. Boah, ey. Gerade weil ich die erst vor kurzem gemacht hatte. Man weiß ja, ne, bei RPGs, gerade bei JRPGs, sind die Nebenquests viel länger als die Hauptquests. Und schwerer. Überlege, wie bei Final Fantasy 15, wie lange ich gegen den stärksten Boss im Spiel gekämpft habe. Boah, der Kampf ging locker 2-3 Stunden, ey. Haha. Ja, dann wollte mein Computer sich schon abstürzen. Wo ich dann sagte, nein, ganz bestimmt nicht, du Dreckscheißding. Dein Rennen muss den Jungs von Automax gefallen haben. Du bist nämlich auf dem nächsten Cover. Wow, Kamera? Was gibt's für eine Kamera? Komische Kamera, komische Kamera, komische Kamera. Toll, ich hab die Auswahl zwischen komische Kamera und komische Kamera. Dann wirklich komische Kamera. Ja, du sollst mit aufs Cover. Warte, oh, das wäre gerade ein gutes Foto gewesen. Kann ich auch in ein Auto reinfahren? Warte. So, ich versuche mal gerade in jemanden reinzufahren. Hallo, ist hier jemand? Ich kann gar nicht sehen, die Kamera ist so komisch. Bei den anderen Kameras sind auch scheiße. Autos. Hier muss doch irgendwo ein Auto sein. Hallo, Verkehr. Das ist da ausgeblendet gerade. Oh ja, das ist ein gutes Bild. Das ist ein gutes Bild. Ich würde sagen, die Bilder, wenn ich irgendwo reingekracht wäre, so ein bisschen seitlich. Das sehe ja vielleicht gut aus, aber so. Machen wir mal so. Tolles Foto, wie ich da in die Ecke reinkrache. Automax Magazin. Onze Turbo Blast de Quartmil. De Hessen krackende Puzzlevanie ECU. Klingt niederländisch. Niederländisch ist für uns Deutscher oder irgendwie so eine komische Sprache, weil du irgendwie so denkst und teilweise denkst du verstehst da was, aber du verstehst an sich, glaube ich, überhaupt nichts. Ist einfach nur eigentlich Deutsch angelehnt ist, ne? Allein wenn ich New Kids in Niederländisch höre, denkst auch so, ja, ich verstehe Junge vielleicht, aber den Rest irgendwie nicht. Nicht umsonst ist es seine eigene Sprache, ne? Aber Schweizerisch gibt's ja gar nicht. Das heißt ja dann Switzerdeutsch. Schweizerisch-Deutsch. Und ich weiß gar nicht, gibt's österreichisches Deutsch? Oder haben die theoretisch einfach nur Hochdeutsch? Oder dieses Bayerndeutsch? Weiß ich nicht. So war ich da unten noch nicht in der südlichen Gegend. Einmal letztes Jahr und boah. Pff. Ja, das war's. Dieses Jahr definitiv nicht mehr in die Nähe davon. Würde ich mal gerne mal wieder hinfahren, aber ja, da sind wir wieder bei dieser komischen Krankheit, die irgendwie da draußen ist, ne? Überall, siehst du überall. Wir müssen überall mit einer Maske rumlaufen. Nein, müssen wir nicht. Ich habe gegen... Die Maske habe ich auch nichts, aber es ist ähnlich scheiße, wenn du irgendwas Anstrengendes machen musst und die dann tragen musst. Das ist scheiße. Aber naja. Was willst du tun? Was willst du tun? Auf deiner Stirn steht Hurensohn. Ach, wir fahren wieder. Ah, ja, hallo. Mann, ich wollte doch die Kackspur wechseln. Nein, er ist nicht rechts gefahren, dieser Wichser. Obwohl ich die ganze Zeit rechts gedrückt habe, ey. Bastard.
Na, oh, überdreht. Oh. Hier runter mal runterschalten. Wo ist das Ziel? Toll, ich krieg den sowieso nicht mehr. Meine Fresse, warum bin ich denn jetzt links gefahren? Ich wollte da gar nicht fahren. Oder darfst du gar nicht rechts fahren? Du bist gezwungen. Ja, du kannst gar nicht nach rechts fahren. Ist das dumm? Das ist ja richtig arschig. Dass du im Gegenverkehr fahren musst. Unbedingt. Ja, super. Achso, hier ist alles Gegenverkehr. Lol, okay. Die Wahl zwischen Gegenverkehr und Gegenverkehr. Kein Wunder, dass er mich nicht rechts fahren lässt. Gut, dann achten wir doch mal ein bisschen auf den Schaltscheiß. Weißt du, wie fühlen die Autos sich, wenn sie da so eine Reihe Autos stehen und die alle da hier so gesagt ein Rennen fahren? Oh mein Gott, alles Geisterfahrer! Frag mich, würden die. Das ist dumm, ey. Würden die das in der Realität auch machen? Drag Race im Gegenverkehr? Und Scheiß macht doch keiner, oder? Komisch, der weicht aus. Aber eben dann konnte ich ja überhaupt nicht ausweichen. Ich gucke gerade, ob irgendwas kommt. Ja, viele Autos, haha. Wo bist du denn? Ach, ich war bist du gar nicht. Wo bist du? Nein! Zweiter, ich glaube, hätte ich ihn nicht so hart rangenommen, dann wäre ich vielleicht erster geworden. Oh Mann! Entscheide dich doch, du Wichser, ey. Oh, du musst ja so hart auf den Verkehr achten. Verpiss dich. Komm. Nos, gib Gas. Ein bisschen Kim. Gamsu. Oh, ein paar Kammer mehr. Kommt er auf einmal her mit seinen heulenden Scheißmutter. Ich wollte sagen, ich habe euch das ja immer noch nicht gezeigt mit Niveaus mit Underground 1 und den unrealistischen Bots. Das Problem ist, ich habe das Spiel jetzt gar nicht mehr auf dem Rechner hier. Das ist nur auf meinem alten Rechner gewesen. Ah! Mein alter Rechner, der ist ja, naja, er funktioniert noch. Er steht ja hier daneben, aber ich habe ihn so lange nicht mehr angehabt. Oh, fickt euch doch. Mann, ist das dumm. Dann sind die gerade beim Rüberfahren. Du kannst nicht ausweichen, weil du nur auf den zwei Spuren fahren kannst. Dumm, ey. Schon wieder? Mann, verpisst euch doch. Kleinen Hurensöhne, ey. Meine Fresse. Yeah, toll. Das reicht tausendprozentig überhaupt wieder nicht, um zu gewinnen. Mann, weil mein Scheißverkehr auch so dumm ist, ey. Wow, die sind sogar ein bisschen weiter weg. Aber da kommt schon. Voller Karacho. Na, endlich. Gewonnen. Fickt euch, ihr Bastard, ey. Mann, warum habe ich mit Drake so welche Probleme, ey? What in der Nähe? Nicht wirklich. Einmal wieder umkehren. Hopp, hopp, hopp. Man kann nicht gut Auto fahren. Also, wenn ich so in der Realität Auto fahre, ey, dann hätte ich schon 100.000 Bäume mitgenommen. Aber gut, dass ich keine PS-Schleuder habe. Selbst wenn du da volle Kanne aufs Gas drückst, dann drehen die Reifen nicht durch, weil die gar nicht durchdrehen können, weil das Ding gar kein PS hat, so ungefähr. Naja, theoretisch kannst du die Reifen ja trotzdem zum Durchdrehen bringen. Ne? Drückst einfach das Gaspedal durch, lässt die Kupplung springen und dann drehen die Reifen auch durch. Aber klar, was sollen die denn sonst machen, ne? Ah, voller Karacho rein. Wenn du mitfahren willst, brauchst du, ja, ich weiß, ein Auto und Geld. Und Dauernoss. So, ich sag mal, ich trinke einfach mal was. Don't drink and drive, aber es ist ja kein Alkohol, was ich hier trinke. Also ist wieder okay. Man darf das Trinken nicht vergessen. Ich vergesse das manchmal so oft, so unglaublich oft. Packst dir was zu trinken hin und dann irgendwann guckst du, ups, du hast da noch was zu trinken. Da wundere ich mich immer, dass ich Kopfschmerzen kriege. Aber das kommt wahrscheinlich auch vom Alter schon. Damals habe ich ja locker Tage durchgehalten. Oder mindestens einen Tag durchgehalten, ohne irgendwie was zu trinken. Naja, ich war damals theoretisch Heimscheißer, ne? In der Schule bloß nicht auf Klo gehen.
Meine Schule damals war richtig weit weg gewesen. Das heißt, ich musste jeden Tag 9 Stunden aushalten, ohne auf Klo zu gehen. Ich hab's hinbekommen. Aber dafür habe ich die Quittung heute, ne? Yay. Yeah. Aber daran denkst du natürlich nicht, wenn du in 10, 15 Jahren. Weiß ich noch, da habe ich die Schule angefangen oder war Need for Speed Carbon gerade neu? Carbon! Das ist sogar der nächste Teil, den wir hier nach spielen werden. Weil wir haben Underground gespielt. Underground 2 gespielt. Most Wanted. Und dann kommt theoretisch Carbon. Ja, Carbon geht sehr, 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 sehr schnell. Das Spiel ist ja wirklich sehr klein. Und mal gucken, ob wir auch noch einen alten Timer spielen, weil brennender Asphalt würde mich schon interessieren. Aber ich glaube, ich habe es nie wirklich weit gespielt auf der PlayStation. Weil ich einfach zu schlecht war fürs Spiel. Keine Ahnung, ich habe einfach nie gewonnen. Deswegen habe ich immer nur diesen Verfolgungsmodus gespielt. Aus Langeweile und ja. Nur als Weise wird es dann eben kein Let's Play, sondern ein Let's Show oder Gameplay, kommentiertes Gameplay, keine Ahnung, irgendwie sowas. Naja, das sage ich jetzt. Und nachher wird es dann doch wieder Let's Play, ne? Selbst Technik und Tempo wurde ein Let's Play, obwohl das eigentlich nur ein Let's Show oder kompetitives Gameplay werden sollte. Okay, ich muss mal die Flasche wegstellen hier. Mit der rechten Hand wieder trinken und mit der linken spielen. Das Lied erinnert mich immer an so ein uraltes Final Fantasy 10 AMV. Und da uns ganz viele AMVs reingepfiffen habe. Beziehungsweise alle so viel wie es ging, weil ich ja kein Internet hatte, hat mein Kollege mir immer selbstgebrannte CDs mitgebracht. Oder welche drauf gewesen waren. Und die habe ich mir dann immer reingepfiffen. Eins davon hatte das Lied gehabt, aber nicht die Version, sondern irgendeine andere Version auf jeden Fall. Wo auch mehr gesungen wurde. Und das war irgendwie ein AMV dafür gewesen. Aber es war dann richtig schlimm. Final Fantasy 10 irgendwann, weil. Wenn du tonnenweise AMVs siehst vom gleichen Spiel, siehst du immer wieder die gleichen Szenen. Immer wieder die gleichen Szenen. Aber eben, ja, andere Musik und. Irgendwann ist es einfach total bescheuert. Wenn nun 20 Mal die gleichen 10 kommen. Bloß dann eben das eine Mal zu Hardrock, das eine Mal zu Techno und das eine Mal zu, keine Ahnung, liebe Schnulze, Mann. Ich sollte nicht so viele kohlensäurehaltige Getränke trinken. Muss man so viel rübsen. Ich hab schon extra das Vitamalz nicht getrunken. Oder Malzbier, ich sag einfach nur Malzbier. Aber das ist ja noch schlimmer, dann krieg ich ja diese komischen Schäumröse. Oder wie man dazu sagen soll, keine Ahnung. Guck mal, die kommen wieder von hinten, die Wichser, ey. Seh mein Killer. Nosch, ich brauch Nosch, gib mir Nosch. Mal 4. Gib mir Nosch, mal 4. War ich redig, ja. Ich würde sagen, gib mir Nosch. Dann am besten noch mitrammen. Hier, Rami noch. Ah, siehst du, ich habe einen berührt. Keine mal 4 mehr. Ach so, da ist schon das Ziel. Haha, ist doch eingefahren. Stumpf einfach resettet. So, sind wir bald durch mit den ganzen. Oh Gott, ey. Es gibt kein Ende. Du denkst, die Karte ist bald leergefegt. Es sind immer noch so viele Rennen. Das Schlimme ist, eine einzige Gegend müssen wir noch freischalten, wo auch nochmal eben alles wieder voll getackert ist mit Rennen, ne? Yay. Yeah. Das alles nur für ein Ende, wo ich weiß, dass es eigentlich nichts ist, ne? Aber naja, wir spielen ja auch Spiele, die kein Ende haben, ne? So wie. Scheiße, wie zu früh. So wie Trackman der Sunrise, ne? Sind ja theoretisch mit dem Spiel schon lange durch und trotzdem spiele ich noch weiter. Auch wenn das natürlich alles User-Kampagnen sind, ne? Ja, ist ja immer was anderes. Hier fährst du ja fast immer die gleichen Karten eigentlich. Halbwegs. Oh Gott, hab ich schlecht geschaltet. Kein Gewinn, oder wie weit geht's noch? Ich glaube, irgendwo hier kommt das, oder? Immer noch nicht, aber wann habe ich dir gut weggeschossen? Normal. Mal schön überdreht. Perfekt.
Perfekt. Perfekt. Nur gut. Und... ja... nein. Scheiße, ich bin im Gegenverkehr. Ich dachte, ich wäre im Mitverkehr. Fahren wir ja auch eigentlich auf einer anderen Straßenseite, oder was? Oh, jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet. Scheiße. Ich wusste gerade nicht, auf welcher Spur der war. Da sollte ich auf die linke Seite fahren, aber ich glaube, die fahren auch dagegen, oder? Wow, und das Ganze noch ist schon wieder weg. Komm, gib mir Windschatten. Toll, schön überdreht. Ja, nice. Ich bleib wieder schön hinter dir. Aber ich weiß gerade wieder nicht, was das Spiel da macht. Ah. Oh, ja, scheiße, wie soll ich denn ausweichen? Mehr nach rechts konnte ich nicht fahren. Ich drücke die ganze Zeit auf die Rechtstaste. Oh, scheiße, da. Wo soll ich das wissen, wo du jetzt längs fahren kannst und wo nicht, ey? Genau, wenn ich überall irgendwie reinstoßen, ey. Na, los, los. Lustig, dann bist du schon im sechsten Gang, ey. Was macht der eigentlich? Ich habe jetzt gerade keine Taste gedrückt, damit auch mal Scheißspur bleibt und der zieht einfach nach links, ey. Ich verstehe das einfach nicht, dass der einfach mal macht, was er will. Okay, das war ich jetzt mit. Der aber die falsche Taste drückt, aber ich sag, ich verstehe nicht, was er manchmal macht. Manchmal kannst du einfach nicht in eine Spur wechseln und manchmal wechselt er einfach stumpf eine Spur. Mein Gott, ey. Scheiß Dreckrennen, die musst du eh tausendmal fahren. Dass du irgendwann mal Glück hast, dass die Typen mit alles Mögliche reinfahren oder so. Ja. Na, vorbei. Ja, gib mir Noss. Gib mir Noss. Ja, schon wieder, hör auf. Muss ich wieder gucken. Ja, hier sind wieder Autos. Ja, schön, dass ihr alle so komisch spawnt hier. Alle, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ich kenne das Kabel. Hab ich schon wieder... Scheiße. Es wäre easy win für mich gewesen, ey. Wahrscheinlich sind die überall in irgendwelche anderen Autos reingecrasht. Ah, gib Gas, gib Gas. So, wieder nach vorne drauf achten. Bestimmt kommt nicht wieder einer. Nein, keiner? Ah, die anderen sind hinten. Hallo? Jetzt rast er wieder vor davon. Ah, Freund, verpiss dich! Oh nein! Jedes Mal rase ich in irgendein scheiß Auto in der rechten Seite rein. Mann, ihr Drecksautos, ey. Ah, kann das Ende nicht zu Ende sein? Nein, es kommt auf jeden Fall. Oh, kannst auch nicht weiter nach rechts fahren, meine Fresse. Macht irgendwie so große X auf der Straße oder so. Viel zu früh geschaltet. So, das ist eine halbe Ewigkeit, bis ich hier aus dem Gang komme, ey. Sie sind aber hinten. Ah, das ist knapp, ey. Ja, komm. Aufpassen, genau, sonst ratscht er hier gleich wieder aus den Dings, hier aus den Spuren. Na, kommt ihr wieder von der rechten Seite? Ich sehe dich doch schon, du Wichser, ey. Ah, nein, ich kann. Rechts, rechts, links, 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 links. Ja. Nein. Jetzt kommst du doch irgendwann. Wo kommt das Ziel zur Hölle? Ja, hier hinten, ey. Am Arsch der Welt. Fick dich. Meine Fresse, ist das wieder ein Kackdreckrennen gewesen, ey. Dreckrennen.